Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen zu dieser Schiffsanweisung hier auf unserem Seekraus-Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen uns mit der Massot beschäftigen. Neues Spezialschiff, was für die französische Marine in die Waffenkammer für 236.000 Kohle gekommen ist. Historisch betrachtet ist es ein Projektschiff, was 1940 aufgelegt wurde, sozusagen ein weiterer 3.000-Tonnen-Zerstörer. Und ja, hier wurden am Ende Kolbergeschütze auf dem Kleber-Rumpf montiert. Die Schütze sind ja Nachkriegsgeschütze, das heißt, das ist rein theoretisch, was hier so passiert ist. Die Massot hat in der Realität nach meinem Kenntnisstand nie existiert. Und ja, es ist eine spezielle Art, diesen Zerstörer zu fahren. Es ist am Ende eine Art, ja, Kolbär, ne? Bloß als Zerstörer, kann man meinen. Und er kann Spaß machen, wenn man ihn richtig fährt, aber er ist wirklich nicht nur ein Spezialschiff, sondern auch speziell zu fahren. Kommen wir ganz kurz zur Panzerung, die dann hier wie folgt aussieht. Wir haben hier überall 19 mm und oben sind es eben 13 mm drauf. Das heißt ganz einfach SAP, HE, die üblichen Geschichten wie mit jedem anderen Zerstörer auch. Also das sind die tödlichsten Granaten für euch. AP kann man vielleicht mal aushalten, kommt drauf an, wer auf einen schießt und wie häufig, wie schnell und so weiter. Ja, heißt eigentlich Beschuss ausweichen, kann man ganz gut, ist einer der schnellsten Zerstörer im Spiel, ist allerdings sehr, sehr lang, das gilt zu kompensieren, das kann man gut über Distanz machen, aber dazu mehr, wenn wir uns jetzt gleich die technischen Daten angucken. Ich schicke euch jetzt in Gameplay, viel Spaß damit und ja, parallel schauen wir uns die Daten an und setzen die so ein bisschen in Vergleich. Danach solltet ihr in der Lage sein zu entscheiden, ob die Colbert, würde ich gerade sagen, die Massot was für euch ist oder eben nicht. Die Werte, die ich jetzt erwähne, sind schon geskillte Werte, das möchte ich ganz klar nochmal betonen. Also hier ist schon Kapitän drauf, hier sind Module drin, Signalflaggen drauf und so weiter. Das ist auch einer der Builds, die ich halt empfehlen würde für die Massot und aus meiner Sicht am sinnvollsten ist für diesen Zerstörer. Wir haben hier 25.400 Trefferpunkte und bewegen uns damit ganz klar in der vorderen Liga, gleich auf mit der Kleber. Nur die Harugumo ist von der Basis her besser. Hier ist schon expertete Überlebensfähigkeit mit drin. Standardmäßig haben wir nämlich eigentlich 21.900 Trefferpunkte. Die Harugumo ist da gut 3.000 Trefferpunkte besser aufgestellt. Und dann kommen wir schon zu dem Prachtstück bei diesem Schiff, und zwar die Artillerie. Ich habe sie hier in meiner Skillung komplett auf Reload geskillt. Das heißt, wir erreichen 2,8 Sekunden Nachladezeit. Standardmäßig haben wir 3,5. Ich nehme hier auch das Slot 6 Modul Hauptbewaffnungsmodifikation 3 mit. Damit verlängert sich die Turmdrehzeit der 180-Grad-Wende auf 6,9 Sekunden total. Ja, also das ist wirklich total überschaubar. Man verliert, glaube ich, 9 Zehntel Sekunden ungefähr für die 180-Grad-Wende. Aber gewinnt dafür 3 Zehntel mehr, also schnellere Nachladezeit, und das macht bei den Anzahl der Kanonen doch einiges aus. Die HE-Granate hat hier 1850 Alpha-Damage und in meiner Version hier erreiche ich 8% Brandwahrscheinlichkeit, das ohne Sprengmesser geskillt, aber die beiden Brandsignale obendrauf. Der Sigma-Wert hier beträgt für alle Granaten natürlich gleich 2,0 und wir haben hier eine horizontale Streuung auf maximaler Kampfentfernung, die ich hier erreiche von 13,8 Kilometer in meiner Version von 110 Meter. Durchschlagskraft der HE-Granate sind 21 mm, das heißt bei Schlachtschiffen immer schön in vier Aufbauten zielen. Auch bei Kreuzern ist das so und bei anderen Zerstörern könnte eigentlich bis auf die Schabarovsk eigentlich überall gut treffen und gut Schaden machen. Bei der AP-Granate sieht das natürlich wie üblich immer ein bisschen anders aus. Da ist es ein Ticken anstrengender und man muss ein bisschen mehr im Kopf behalten. Wir haben hier Standard-Abprallwinkel 0 bis 30 Grad, gibt es gar keine Penetration. Es sei denn, ihr würdet overmatchen, aber es gibt, glaube ich, kaum eine Panzerung in dem Spiel, die ihr hier mit den kleinen Granaten overmatchen würdet. 30 bis 45 Grad ist die Chance auf Penetration, aber eben auch die Chance auf Abpraller möglich. Und von 45 bis 90 Grad quasi findet eine Penetrationsabfrage statt. Die Normalisierung der Granate beträgt 10 Grad, das heißt, sie trifft auf die Panzerung und durchdringt die Panzerung dann in 10 Grad besseren Winkel, als ihr sie gerade trefft, sozusagen, wie die Granate auftrifft. Das ist ein Vorteil für euch.
21 mm müsst ihr mindestens mit der AP-Granate durchschlagen, bis der Zündverzögerer von 0,03 Sekunden auslöst. Das ist übrigens der längste Zündverzögerer für Zerstörer auf der Stufe 10. Ne? Viele andere Zerstörer haben eine viel kürzere Zündverzögerung, also zum Beispiel die Pan-Europäer, Halland und Smaland, die haben zum Beispiel nur 0,01 Sekunde. Ich denke, das kann von Vor-, aber kann auch von Nachteil sein. Dafür ist nämlich hier die Penetrationswert der AP-Granate ziemlich gut. Da ist nur die Kleber und die russischen Zerstörer eben besser, zum Beispiel die Chabarovsk. Wir haben hier auf 13 Kilometer 78 mm Penetration, auf 10 Kilometer 101 mm und auf 5 Kilometer sogar 155 mm. Das ist ein ziemlich guter Wert. Wie gesagt, es gibt sicherlich noch bessere, aber ihr seid auf jeden Fall in der Liga relativ weit oben mit dabei. Sonst machen wir halt, wie gesagt, 2450 Alpha Damage. Die Granatengeschwindigkeit ist mit 808 Meter die Sekunde angegeben. Da würde man jetzt sagen, boah, blöder Schussbogen und so weiter und so weiter. Also ich habe mir das jetzt mal so ein bisschen im Quervergleich angeguckt. Ja, eine Yu Yang oder so sieht noch viel schlechter aus, ne? Also wir sind hier schon immer noch einigermaßen akzeptabel unterwegs. Man muss sich dran gewöhnen, ohne Frage, ja. Aber alles, was unter 10 Kilometer ist, was ihr beschießt, da geht der Schussbogen dann schon. Auf maximale Kampfentfernung ist es schon eine Herausforderung. Man muss zwei Stufen rauszoomen ungefähr, je nachdem, was ihr für eine Optik verwendet. Und dann sieht man auch den Schussbogen. Kann aber halt auch sehr hilfreich sein, gerade wenn man zum Beispiel mal eine Position hinter einem Berg einnehmen kann. Prinzipiell ist das mit der Massot eher so ein Schiff, was sich aus der Bewegung her den Gegner nähert und dann halt über die Distanz schießt und so ein richtiger HE-Spammer, ein richtig lästiges Schiffchen, dem sowas natürlich liegt, der kann hier extrem viel Spaß haben. Von der HE-DPM und von der AP-DPM sind wir auf jeden Fall ganz weit mit oben dabei, können mit Harugumo, können mit Halland mithalten, beziehungsweise mit der Smaland mithalten. Die Halland ist nicht ein Gunschiff, aber die Smaland eben mehr. Wir haben sie ja vor kurzem auch bei uns hier auf dem Kanal vorgestellt. Also in diese Richtung, da müsst ihr euch bewusst machen, das geht richtig gut im Teil. Ja? Und dann, nachdem wir uns die Hauptgeschütze angeguckt haben, schauen wir uns die Torpedowerfer an, denn die haben wir hier auch. Und wir haben vier Dreifachwerfer an jeder Bordseite, jeweils zwei Werfer A3 Torpedos, die schwimmen 9 Kilometer weit, 60 Knoten sind sie langsam, muss man in diesem Fall sagen, gehen aber auch nur 1,3 Kilometer weit auf. Das ist sehr, sehr gering, da sind nur die Tiefwassertorpedos der Yu Yang besser dran und eben auch die Torpedos der russischen Zerstörer. Aber sonst seid ihr mit der Erkennbarkeit der Torpedos sehr, sehr niedrig. 14.833 Alpha Damage, der Schaden kann sich natürlich jetzt nicht mit einer Shimakaze oder mit japanischen Torpedos im Allgemeinen vergleichen. Aber er ist besser als zum Beispiel der Schaden von deutschen Torpedos. Und dann sind wir schon bei der Flugabwehr, die hier, ja, sich sehen lassen kann, aber trotzdem nicht zu vergleichen ist mit denen der Halland jetzt als Beispiel. Das sind sicherlich die Halland hat aktuell die stärkste Flugabwehr für einen Zerstörer im Spiel. Wir haben jetzt hier bei der Massot 200 kontinuierlichen Schaden. Wir haben eine Kurz-, Mittel- und Langstrecke. Alles geht am Ende bis 6 Kilometer hoch. Und wir haben hier defensive Flakfeuer. Den T-Virus, der ist hier wieder mit dabei. Der kann also ordentlich nochmal mithelfen. Nachteil ist hier trotzdem, ihr geht als Zerstörer sehr weit auf zu Wasser, beziehungsweise zur Luft, also werdet aus der Luft relativ früh erkannt. Jetzt nur mal zum Vergleich, die Halland, die sicherlich einer der besten Zerstörer ist, geht nur auf 2,4 oder 2,5 Kilometer aus der Luft auf. Ihr geht auf 3,9 Kilometer auf. Sagt man jetzt, ah, sind ja nur 3,9 Kilometer. Ja, aber Flugzeuge bewegen sich schnell und es ist, also bei der Halland sitzt man schon mal da und sagt, ha, der Flieger ist 100 Meter an mir vorbeigeschraubt oder 200 Meter. Bei der Massot wäre man dann schon lange offen. Das ist also, das muss man so sehen und ihr habt hier keinen Nebel bei diesem Zerstörer. Also könnt ihr euch auch nicht wieder zurückziehen oder so. Ihr müsst dann gucken, dass ihr den Beschuss irgendwie ausweicht. Ja, das geht, aber es ist natürlich trotzdem eine gewisse Herausforderung. Und dafür ist die Flak meiner Meinung nach nicht stark genug dafür, dass ihr so weit aufgeht. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein totales Pro, ist irgendwo halt so ein Mittelfeld, so vom Gefühl her, ne? Von der Manövrierbarkeit, da gibt es natürlich ganz klare Pros. Wir haben hier 46,2 Knoten mit der Sierra Mike-Flagge, können hier über 55 Knoten Höchstgeschwindigkeit mit Motorboost erreichen. 740 Meter Wendekreis ist jetzt
ja, relativ okay, sage ich jetzt einfach mal, eher im Mittelfeld angesiedelt. Ruderstellzeit 3,8 Sekunden, das habe ich hier gebufft mit einem Modul. Prinzipiell fühlt sich das Schiff so eigentlich ganz gut an. Auch das Anfahren des Zerstörers, das ist mir positiv aufgefallen. Dafür, dass er so groß ist und eigentlich würde man sagen, okay, ich skill ja hier die... dieses Modul, diese Antriebsmodifikation mit rein, habe ich hier nicht gemacht. Ich bin hier auf Ruderstellzeit gegangen und trotzdem ist das Anfahren ziemlich angenehm. Und selbst wenn man es dann wirklich mal ganz schnell braucht, dann kann man immer noch schnell den Motorbus mit reindrücken, der dann ja nochmal hilft beim Anfahren. Und die Kombination ist eigentlich eine ziemlich coole. Das hatten wir auch gestern zum Beispiel in den Livestream gezeigt oder konnte man halt gut sehen, wie schnell dieser Zerstörer doch beschleunigt dann auch und wieder aus dem Stehen rauskommt. Wie gesagt, häufig steht man mit der Masonic. In dem Gefecht, was ihr seht, seht ihr, dass ich da halt auch beim Cap mit dabei bin und die Shimakaze da ärgere und so eine ganzen Geschichten. Von daher, da habe ich sie so gefahren, dass sie halt auch irgendwo eine sinnvolle Aufgabe erfüllt. Ne? Nur am Rand rumfahren und möglichst die Schiffe beschießen, ist einfach nicht. Damit hat man genug Einfluss auf das Gefecht. Man muss zusehen, dass man auch die DDs unter Druck setzt. Gerade wenn man gegen eine Shimakaze kämpft, habt ihr eine sehr, sehr gute Chance aufgrund eurer geringen Nachladezeit und dem hohen HE-DPM-Wert und so weiter, könnt ihr wirklich viel, viel machen. Treffen gehört natürlich auch dazu, müsst ihr natürlich machen, damit die immer dann auch das Weite sucht. Kommen wir ganz kurz zur Verborgenheit des Schiffes. Das ist sicherlich eine der Achillesfersen bei dem Dampfer. Eine Erkennbarkeit von 7 Kilometer. Das ist sehr, sehr weit. Ja. Allerdings können wir auch sehr, sehr weit schießen, ne, mit 13,8 Kilometer in der Version hier. Das muss man im Hinterkopf behalten. Erkennbarkeit zur Luft, ich habe das schon gesagt, 3,9 Kilometer. Und wenn ihr im Nebel stehen solltet und schießt, also es hat euch jemand einen Nebel gelegt am Ende, weil selber habt ihr ja keinen, geht der 3,4 Kilometer weit auf. Nun kommen wir zu den Verbrauchsmaterialien und Verbesserungen, die ich hier in der Masso eingebaut habe. Wir haben hier standardmäßig Schadensbegrenzungsteam dabei. Wie gesagt, ist ein Spezial- oder Premium-Schiff. Auf jeden Fall immer die Premium-Verbrauchsmaterialien benutzen. Das hat sich mit dem Update 094 sowieso erledigt, weil es ja dann nur noch aller Voraussicht nach Premium-Verbrauchsmaterialien geben wird, die dann kostenlos für alle sind. Ich möchte nur nochmal sagen, es kann ja auch durchaus sein, dass ihr das Video jetzt gerade erst ein, zwei Monate später schaut. Also, Schadensbegrenzungsteam haben wir dabei, wir haben das defensive Flakfeuer dabei in Slot 2, der sogenannte T-Virus, erhöht den kontinuierlichen Schaden und den Schaden durch die Granatenexplosion, ist eine recht nette Geschichte und wir haben hier einen sehr coolen Motorboost dabei, der 180 Sekunden lang aktiv ist, also 3 Minuten und 20% mehr Höchstgeschwindigkeit gibt und das Schiff somit zu einem der schnellsten Schiffe in World of Warships macht. Bei den Verbesserungen habe ich hier die Hauptbewaffnungsmodifikation 1 eingebaut. Das ist halt gut für die Hauptbatterie und für die Torpedowerfer. Beides haben wir, beides benutzen wir, auch wenn wir vorrangig die Gans benutzen. Ihr könnt hier verdeckt torpen. Ja, also wir haben 2 Kilometer Speckgürtel, 7 Kilometer gehen wir auf, 9 Kilometer gehen die Torps. Das ist also durchaus auch mal überraschend, weil die Leute vielleicht mit den Torpedos nicht rechnen, weil ihr sie vielleicht beschießt, möglicherweise. Dann denken sie auch, alles klar, das sind ja in Anführungsstrichen nur HE-Granaten, die da angeflogen kommen. An möglicherweise, ja, nicht so kontrolliert wie vielleicht der eine oder andere. Und fahren dann sogar noch in eure Torpedos zusätzlich hinein. Wenn ihr sie vorher angezündet habt, bleibt da vielleicht ein Flooding hängen. So eine ganze Geschichten sind durchaus möglich. Dann haben wir in Slot 2 auf jeden Fall Schutzsystem für die Manövrierbarkeit, also Antrieb und Steuergetriebe. Ihr seid permanent offen. Ja, ihr, wie gesagt, könnt euch ja nicht verstecken im Nebel oder so eine Sachen. Deswegen eine ganz wichtige Geschichte, sollte man sowieso in nahezu jeden Zerstörer eigentlich einbauen. Dann haben wir die Zielsystemmodifikation, die ich hier eingebaut habe. Ich habe mich hier nicht für die Torpedowerfer-Modifikation entschieden. Kann man hier auch einbauen. Ist durchaus auch eine sinnvolle Geschichte. Erhöht die Geschwindigkeit der Torpedos. Wird dann hier 2-3 Knoten bringen. Aber ich habe mich trotzdem eher für die Genauigkeit der Granaten entschieden. In Slot 4 dann eben das eben schon angesprochene Steuergetriebe-Modifikation 1 Modul, was mir 20% Ruderstellzeit bringt. Dann bin ich in Slot 5 auf die Tarnung gegangen.
einfach auch um die Granatenstreuung zu erhöhen und dass ich eben selber nicht so weit aufgehe, weil ohne diese Tarnung ist es noch ein bisschen schwerer mit dem Schiff zu fahren, vor allem wenn man dann auch gegen andere DDs antreten will. Wir gehen schon im Schnitt mindestens 1 Kilometer früher auf als alle anderen DDs, durch die Geschwindigkeit können die aber kaum reagieren und wir überraschen sie immer noch relativ stark. Also wenn ihr dabei seid und zum Beispiel an den Cap rankommt, sozusagen, ihr wisst aber, also nicht am Anfang des Gefechts, sondern ihr wisst schon, da ist ein DD drinne, nutzt eure Geschwindigkeit einfach aus, euer Überraschungseffekt, ja, so schnell können die gar nicht wenden, dann seid ihr schon da und dann heißt es einfach nur Taka, 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 voll weggun, das Teil als Gegner, das kann die Maso wirklich recht gut. Und dann kommen wir in Slot 6, da habe ich eben die Hauptbatteriemodifikation 3 drin, was mir 12% Ladezeit bringt, dafür aber die Turmdrehgeschwindigkeit verlangsamt. Bei den Signalen, ich gehe hier nur auf die Kampfsignale ein, habe ich hier mehr oder weniger die Standardsignale drin, India X-Ray, dann haben wir hier Juliet Whiskey Una One und Victor Lima. Man kann vorne auf jeden Fall noch November Echo Set 7 mit draufpacken, damit mehr Flakschaden dabei ist. Und in der zweiten Reihe habe ich mich hier für November Foxtrot, Sierra Mike und eben Juliet Charlie entschieden. Juliet Charlie ist die Antideto-Flagge, Sierra Mike die Geschwindigkeitsflagge und November Foxtrot eben die Ladezeitreduktion für die Verbrauchsmaterialien. Ja, wir haben dann hier auch eine Tarnung dabei, wenn ihr dieses Schiff in der Waffenkammer freigeschaltet habt. Die bringen euch die üblichen Werte für ein T10-Schiff. Erkennbarkeit zu Wasser reduziert, Streuung der Granaten von den Gegnern erhöht. Schiffswartungskosten um 50% reduziert, das ist ein richtig ordentlicher Wert. Credit-Punkte um 20% erhöht und ihr kriegt EP je Gefecht 100% dazu. Tarnung ist eigentlich eine typische Typ 20 Tarnung für eben T10 Schiffe. Kommen wir zum Kapitän hier auf der Maso. Ich habe wie folgt geskillt. Ich habe vorrangiges Ziel hier drauf. Ich sehe einfach, wie häufig ich aufgeschaltet bin, ob ich mal das Feuern einstellen sollte, ein bisschen besser manövrieren sollte. Wenn mich 3-4 Leute aufschalten, ist das schon eine gewisse Herausforderung, auch wenn man sehr, sehr schnell ist. In Reihe 2 habe ich hier natürlich mit letzter Anstrengung drauf. Wenn man eben einen Schaden an Maschinen oder Steuergetriebe bekommt, dann kann man weiter manövrieren, wenn auch mit einem Malus. Adrenalinrausch, dann habe ich mich in der dritten Reihe für Experte der Lebensfähigkeit entschieden, Stufe 10 Schiff, wir kriegen 3500 Trefferpunkte mehr zur Verfügung gestellt, ganz wichtig, wir haben keinen Nebel, wir können uns eben nicht verkrümeln und uns zugehen lassen sozusagen, sondern wir müssen das dann eben ausstehen, wenn wir mal geschossen haben, deswegen hilft das auf jeden Fall. Dann geht es weiter mit der Schießgrundausbildung, die uns mehr Flakschaden bringt, aber eben auch eine Verringerung der Nachladezeit der Hauptbatteriegeschütze. Ganz, ganz wichtige Sache. Das ist ein Pflichtskill auf diesem Schiff, würde ich ganz klar sagen. Dann die verbesserte Schießausbildung für mehr Reichweite und also für die Hauptbatterie. Und gleichzeitig gibt es nochmal 15% mehr Explosionsschaden. Man muss das auch immer nochmal in Verbindung mit dem defensiven Flakfeuer sehen. Wenn ihr den aktiviert, dieses Verbrauchsmaterial, dann erhöht sich ja das alles nochmal um 300% bei einer Explosion und 50% eben beim Flakschaden. Das ist also schon mal nochmal eine ganz ordentliche Hausnummer. Und dann gibt es ja noch 4 Skillpunkte, die übrig sind. Da geht es in den Tarnungsmeister, sodass wir auf diese 7 Kilometer eben kommen. Kommen wir zum Pro und Contra bei dem Dampfer. Von der Sache her relativ einfach zusammengefasst. Wir haben relativ viel Trefferpunkte im Vergleich zu vielen anderen Zerstörern auf der Stufe. Wir sind auf der gleichen Stufe wie mit der Kleber und ein Ticken schlechter als die Harugumo. Dann haben wir einen sehr kurzen Reload bei den Türmen, sehr schnelle Turmdrehzeit. Das Schiff an sich ist sehr, sehr schnell und die Torpedotarnung, ja, habe ich mir hier noch aufgeschrieben, ist relativ niedrig erkennbar. Eine der niedrigst erkennbarsten Torpedos überhaupt im Spiel. Ja. Daraus resultiert natürlich ein extrem hoher DPM-Wert. Dementsprechend kann man sich sehr, sehr gut gegen andere Zerstörer wehren. Also das macht mit dem Teil echt Spaß. Nachteil ist, sehr, sehr anstrengend zu fahren. Also man muss wirklich gut konzentriert bleiben aufgrund der hohen Geschwindigkeit, des anstrengenden Schussbogens, also der Ballistik, der Granaten. Die Torpedo kommen nur 9 Kilometer weit und die Ladezeit der Torpedowerfer ist ziemlich lang. Außerdem ist die Erkennbarkeit des Zerstörers, wenn auch niedriger als bei der Kleber, trotzdem immer noch deutlich höher im Vergleich zu anderen Zerstörern auf der Stufe. Ihr geht 7 Kilometer auf, im Durchschnitt liegt man eigentlich so zwischen 5,8 bis 6,1 Kilometer. Irgendwo da sind die meisten Zerstörer angesiedelt. Ja, ja, und das ist es eigentlich. Dazu kommt noch, dass die Maso nicht so extrem besonders ist. Man muss dieses Schiff nicht haben, wenn man zum Beispiel eine Harugumo hat oder... Wenn man mit der Kleber gut klarkommt, braucht man nicht automatisch auch noch die Maso. Ja, das sind einfach so Sachen, wo ich denke, das
man da nicht 236.000 Kohle für ausgeben muss. Nichtsdestotrotz, der Dampfer kann Spaß machen, gerade wenn man zum Beispiel die Kleber nicht hat, so wie bei mir das der Fall ist. Ich habe es durchaus genossen, mit dem Dampfer unterwegs zu sein. In dem Sinne, vielen, vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, die Schiffseinweisung hat euch weitergeholfen. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, Abo klicken und weiterempfehlen. Freundinnen und Freunde, die World of Warships spielen. Dann sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Livestream hier auf dem Seacrouts-Kanal. Bis sagt euer Seacrouts-Team und meine Wenigkeit, der Andi. Ciao, ciao.